Ciao, willkommen im Haus der Eulen, im Disney Channel. Luz, bist du bereit für den Schulausflug deines Lebens? In das unvergleichliche Schloss des Imperators? Naja, ehrlich gesagt würde ich lieber hier bleiben. Mir gefällt nicht, wie die Ida behandelt. Aber dann verpasst du die ganzen coolen Sachen. Was denn? Uralte Reliquien. Wie den grünen Daumen-Federhandschuh des Pflanzenzirkels. Er lässt alles wachsen, was du dir vorstellen kannst. Und die Orakelkugel. Sie zeigt dir, welcher Pfad dir hilft, dein bestes Selbst zu werden. Der heilende Hut. Hergestellt aus der Magie der wilden Epoche. Es heißt, er kann tödliche Krankheiten heilen. Und jeden Fluch aufheben. Ja, das darfst du nicht verpassen. Alles einsteigen, Schüler. Du hast so viel für mich getan, Ida. Jetzt tue ich etwas für dich. Hört auf zu krakeelen! Zwingt mich nicht, dieses Gefährt umkehren zu lassen. Hey, Luz. Was hast du gerade gesagt, Willow? Ich sagte nur, wir sind gleich am Schloss. Willows baute es als Symbol des Einklangs. Bevor er an die Macht kam, haben die Leute falsch gezaubert. Er lehrte uns, dass wir das, was der Titan uns gab, nur ehren, wenn wir einem Zirkel beitreten. Schade, dass Amity nicht kommen konnte. Der Ausflug hätte ihr sicher gefallen. Sei still. Also gut, Willow. Würdest du sagen, dass dieser Bellos-Typ, naja, mächtig ist? Nichts gegen Ida, aber der Imperator ist der fähigste Hexer, der je gelebt hat. Er kann sogar mit dem Titan sprechen. Hört her, die Assistentin des Imperators wird euch führen. Bitte lasst mich nicht bereuen, euch hergebracht zu haben. Wow. Seht euch das an. Das ist gigantisch. Kinder von Hexstein. Imperator Bellos heißt euch in seinem Schloss willkommen. Besuche von Schülern ehren uns. Bald gehört ihr einem Zirkel an. Einige Glückliche unter euch finden vielleicht ihr Zuhause hier, im mächtigen Imperatorzirkel. Wow, einige. Ihr seid die Zukunft der Inseln. Ich werde euch über ihre Vergangenheit unterrichten. Was? Heute sind die brodelnden Inseln ein Ort des Friedens und des Wohlstands. Aber das war nicht immer der Fall. Noch vor 50 Jahren praktizierten Hexen und Dämonen ungestüme Magie in einer Zeit, die wir die wilde Epoche nennen. Hexen hatten Zugang zu lasterhaftem Wissen und das entehrte den Titanen. Bis endlich unser großer Imperator den Thron bestieg und die Hexen lehrte, wie man Magie anständig praktiziert. Als nächstes besuchen wir die persönliche Reliquiensammlung des Imperators. Oh, Luz, das wird dir gefallen. Da ist dieser... Hä? Das geht doch nichts über vernünftig belüftete Schlösser. Der Reliquiensaal. Diese Gegenstände erinnern an die überwältigende Macht des Imperators. Vom Kuriosen und Mächtigen bis zum griffigen Praktischen. Ich könnte damit so wunderschöne Dinge wachsen lassen. Und sogar das Wertvollste überhaupt. Kommt hier lang, Kinder. Komm weiter, Luz.